Farid, Bruder, was geht? Alles gut? Ja, genau. Ich habe aus einer Shisha-Bar ein Corona-Testzentrum gemacht. Ich verdiene damit mehr Geld als mit Bitcoins. Wart mal kurz eine Sekunde. Du bist negativ. Ja, genau. Ja. Ich kläre auch Impfpässe für Prostituierte aus dem Ausland, damit die hier arbeiten können. Wir müssen humanitäre Hilfe leisten. Ich melde mich später, Bruder. Wir hören uns. Ja. So, da ist er. Sultan Günther mit der Testoflasche im Profilbild. Willst du uns mal was vorrappen? Hi, Alfred. Danke für die Opportunity. Sibio. Ah. Für Pusher bin ich ein gern gesehener Gast. Du hast ein Problem, komm, wir klären das. Kusch in der Eispackung von Häagen-Dazs. Wenn ich weine, dann nur wegen Tränengas. Ja, du riechst wie brauner Tabak. Ja, du bist ein fauler Gauert. Hier wird deine Frau geballert, bis sie ein Traumata hat. Nutte, ich fahre den Stoff mit Uber. Redest du von Stoff, meinst du Trottel Jura? SSIO ist dein Porno-User und spuckt in das Essen von Koch-YouTuber. Tannenbusch steht auf dem Bordcomputer. Gib mir Kickdown im Continental Drip Oriental. Mein Poppy ist prall, deine Rolli aus Stahl und nicht original. Von eurem Joint würde ich nicht mal löten, weil ihr seid ölige Kröten. Für Frauen bin ich der König der Löwen, denn ich bringe sie zum Stöhnen auf Möbeln. Ein falsches Wort und du Pico bist tot. Sogar eure Mami sagt, Sio ist dope. Mit 20 Batzen kauf ich die Royal Oak. Der Bitch ne Tasche von Yves Saint Laurent. Ich tick on fee, Kickbox fee und spiel dann ein Xbox-Spiel. Rapper wollen den Big Boss spielen, doch werden dann zu nem TikTok-Meme. SSIO der King und kein Hipster-Hype-Bitch. Für die Drogen fahren, da bleib ich dicker Haifisch. Mit Mitte 30 kriegst du Midlife-Crisis und siehst plötzlich aus, so wie Billie Eilish. Ey, du wirst von Huren gefriendzoned wegen den Schuhen von Kenzo. Und du wirst von Huren gefriendzoned, denn du rappst den Club aus Talentshows. Ey, du rappst den Club aus Talentshows. 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 Viele Obdachlose im Park, ja, sie riechen nach Schweiß. Zwiebeln und Fleisch gemischt mit Reezy sein Wein. Nicht nur, dass Rollies fake sind, jetzt seid ihr auch bei Onlyfans drin. Und der nächste Schritt für deutsche Rapper ist Bodypack Day. Ich markiere den Harten in dem Papst auf Instagram, deinen Hintermann. Jeden Tag einen Bildskandal, als wär mein Name Attila Hildemann. Ich hab Sex mit deiner Babymama, mach kein Produkt für den Edeka-Mann. Rapper singen gerne Lele Lala, deine Chain fake Cuban wie Che Guevara. Sie machen Deep Throat gerne und haben deswegen Kieferschmerzen. Werd mir die Haare lila färben, damit mich mehr Kinder streamen werden. Ich geb kein Fick, okay, mich willst du nicht bei Rapper Mittwoch sehen. Nix gegen Frauen im Hip-Hop-Game, meine Lieblingsrapperin ist Monet. Cola Jackie, 2000 Sandys und ein Oral Jelly. Mach mit Huren Petting wie ein Sugar Daddy mit Puma Cappy. Disst man mich, kommen direkt Patronen und man wird der erste Rap-Beef-Tote. Als ich Rapper disste auf Jackie Dose, hatte Bad Moms Jake eine Periode. Ey, du wirst von Huren gefriendzoned wegen den Schuhen von Kenzo. Und du wirst von Huren gefriendzoned, denn du rappst den Club aus Talentshows. 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 Ja, das war gar nicht so schlecht, Sultan Günther. Machst du auch TikTok oder Thriller?